Seid ihr herzlich willkommen. Wochenende, Liebesorakel. Wir schauen an, was passiert. Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag. Sehen wir die Energie oder die Ereignisse hier in der linken Seite. Die Münzen zeigen die Finanzen oder Beruf, Berufung, kann aber auch Wertschätzung auch bedeuten. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder schaust nach unten und hast du das Gefühl, es geht alles verloren, verlierst dein Geld, deine Arbeit, die Sicherheit, die Stabilität, oder du entdeckst hier dieses heilige Bild und denkst, egal wie ich jetzt all das erlebe, es ist alles in Ordnung. Es gibt eine göttliche Ordnung und genau das vertraue ich. Und das wäre schon die richtige Einstellung. Aber aktuell fühlst du dich so und meinst, ach, das hängt alles in Luft, es geht nichts voran, ich verliere den sicheren Boden unter meinen Füßen. Kann auch sein, dass die Karten erzählen über seine Stimmung. Aber versuch das so nehmen, wie das ist. Es ist eine Übergangsphase. Weil das ist hier die Bewegung. Die eine Ufer habt ihr schon verlassen. Und er steuert alles in neue Richtung. Aber die neue Ufer, was jetzt kommt, ist noch nicht sichtbar. Und aus diesem Grund kommen die Ängste. Oder meinst, oh, das ist alles so unsicher. Das ist alles in der Schwebe. In diesem Tag brauchst du das Vertrauen. Samstag ändert sich schon die Lage, das sehen wir hier in der Mitte. In allen drei Karten erscheinen die Kelchen. Und die Kelchen haben immer mit Gefühlen was zu tun. Er kommt entgegen, er zeigt seinen Gefühlen. Er ist zwar noch ein bisschen unsicher, aber immerhin hat Gefühle für dich und ist offen, über Gefühle zu sprechen oder über die Zukunft sprechen. Und er plant mit dir die Zukunft, das sehen wir hier. Die Zahl 10 bedeutet nämlich ein Neuanfang, wenn eine neue Periode beginnt in eurem Leben und bist du nicht alleine gelassen. Sonntag sehen wir hier, die Münzen hier in beiden Karten zeigen die Finanzen, Beruf, Berufung oder die Wertschätzung oder die Erdeelement, die Realität, die Stabilität. Er muss Entscheidungen treffen, ist noch ein bisschen unsicher, soll ich in diese Richtung gehen oder diese Richtung. Ich denke, hier handelt es sich um eine berufliche Entscheidung oder er muss die Finanzen in Ordnung bringen. Einnahme, Ausgabe im Gleichgewicht bringen. Außerdem braucht die inneren Gleichgewicht auch. Aber kann diese Karte die Entscheidungen auch bedeuten? Und er nimmt diese goldenen Taler in Hand, er kümmert um die Finanzen und er trifft jetzt Wochenende eine klare Entscheidung. Und das wird richtig sein, weil hier sehen wir die Kraft, die Mut, die Begeisterung und er hat damit Erfolg. Wenn das um berufliche Situation handelt und er sucht Arbeit und hat ein Vorstellungsgespräch, wird genommen. Hier sehen wir diesen Sieg. Und das war dieser Wochenende Liebesorakel. Wenn euch diese Aufnahme gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr das liked und meinen Kanal abonniert. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera.